Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Contrast. In der letzten Folge haben wir uns ja mit dieser abgepiepten Kugel rumgetrieben, aber irgendwie habe ich das immer noch nicht hingekriegt. Ich habe mich noch ein bisschen umgeschaut und so und musste das hier alles nochmal wieder neu machen. Aber das ging jetzt eigentlich und dabei habe ich... Was ist denn das? Da kann man irgendwas aufsammeln, okay. Ich glaube, wir müssen das gar nicht machen, bevor ich jetzt hier total ausflippe, versuchen wir es mal jetzt anders. Vielleicht können wir auch anders weiter. So. Wo sind wir jetzt? Auch nicht noch ein Raum. Noch mehr Räume. Ist das hier? Ein Schild. Sammelobjekt. Können wir hier die Tür öffnen? Wahrscheinlich können wir diese Tür auch öffnen. Und wahrscheinlich können wir die obere Tür auch öffnen. Und wahrscheinlich können wir sogar jetzt hier rüberlaufen. I hope so. Okay, vielleicht ist das ja wirklich schon die geheime Werkstatt hier. Wir werden sehen. Aber was hat das denn alles mit der Kugel gebracht? What are you doing here? Who are you? How did you get in? Through the big clock? You went through the clockwork? How? Who are you with? It's a puzzle, right? It's meant to keep strangers out. It's a very good puzzle. Not good enough, apparently. But I'm not a stranger. I'm Dee Dee. Dee Melancholia. Oh. Your mother put you up to this, didn't she? She thinks I'm doing my homework. I wanted to meet you. I didn't ask for a child, all right? You didn't want... a child? What would I do with one? I'm a busy man. My apparatuses are precise. They take months to hone. How would I have the time? That is what I told her. I'm sorry. I travel. I'm going on tour for 6 months. Budapest, Istanbul, Calcutta, Shanghai. I dine out with dukes and gangsters. But I could help you with your apparatuses. I'm good with puzzles. You could train me. I won't be any trouble. You broke my left-handed induction coil. That took me a week to tune. I'm sorry. I told your mother all of this years ago. What is her phone number? Okay, see? This is what I'm talking about. This is what I can't have. Your mother cried every week. You're better off with Kat. A little girl should be with her mother. Okay. All right. Do you want to come to see my show? No! Well, here's two tickets in case you change your mind. Okay. Let's get Kat on the phone, hmm? Ein Auge zudrücken. Gemein, dieser Vincenzo. Also nett ist er nicht. Triff dich mit Didi bei der Bühne. Können wir nochmal gucken. Die Leuchtkugel, die habe ich vor der Aufnahme geholt. Da konnte man hier einfach nur hochspringen. War easy going. Eine schnelle Sache. Okay, da haben wir direkt noch eine. Die war da vorher aber noch nicht. Doch, die war da vorher. Kann ich da durchbrechen? Ne, kann ich nicht. Ist ja kein Holz. Dann müssen wir wahrscheinlich wieder hier oben lang gehen und hier zurück. Aber zu welcher Bühne soll ich denn gehen? Zu der Bühne da hinten? Das muss ich jetzt mal gucken. Kann sein, dass wir auch zur Zirkuszeltbühne müssen oder zu der Bühne, wo wir gerade hier waren. Zu der hier. Und die war auch gemeint. What do I do with you? Lock you up? Put bars on the windows? I can't stay at home all night and watch you. I know. I'm not one of those secretaries who punch out at 5. I'm a rising star, right? Did Johnny know about this? Because I'm gonna kill him. I just wanted to talk to Vincenzo. I never should have let him back. I just need... just wanted... And now, ladies and gentlemen, the amazing Vincenzo's Theater of the Unreal! I knew it! I knew this was another one of Johnny's pipe dreams. You screwed up again, didn't you?
Johnny, what's going on? Is this part of the show? I got it. Yeah, they're getting antsy. They're gonna want their money back. If you give them their money back, you can't pay us. It's all under control. I just gotta go find a spare ball. Fuse, something. Why can't he get anything right? We're gonna have to fix this one too. Ja, hier geht alles schief. Beim Vincenzo. Geht zum Leuchtturm. Welchen Leuchtturm? Oh, FPS-Abbruch. Den Leuchtturm. Oh, ich wollte jetzt gerade mit E laufen. Immer dieser Popschutz, der im Weg ist und man nicht sieht. Naja, was soll man machen? Oh, schöner Leuchtturm. Wahrscheinlich müssen wir bis nach ganz oben und über extreme Jump-and-One-Aktionen. Hundertprozentig. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Schalte das auf der Bühne, ich setze Licht an. Muss ich da rein? Muss ich hin? Wahrscheinlich kann ich hier durch. Ha. Muss ich mal erstmal schauen. Da ist eine Kiste. Das macht gar nichts. Was kann das hier? Auch nichts. Ja, würde ich mal sagen, interagieren. Und was passiert? Aha. Ja, und dann, ja. Was bringt denn die Kiste da unten? Und wie kommen wir jetzt nach da oben? Oh Mann. Kiste. Aber wie kriegen wir die Kiste von da nach da? Das ist ja mal wieder super. Hm. Das ist die Frage. Aha. Das ist wirklich die Frage. Kann man das wieder ausschalten? Nein. Boah. Mal gucken. Das geht da lang, das Licht. Das Problem ist... kann ich das Ding wieder ausschalten? Aha. Eventuell können wir dann... Das könnte klappen. Das könnte wirklich klappen. Wo immer diese Abflussrohre. Also, wenn das da nicht geht, aber der Wicht, der ist doch viel zu weit. Ups. Nein. Ah, wartet mal, vielleicht komme ich jetzt hier so in die Kiste dran. Zweifels. Boah, ich bin der Killer. Ich mache wieder die Sachen so, wie man sie nicht machen soll. Aber es funktioniert anscheinend immer. Jetzt können wir die Kiste da drauf schmeißen. Können wir so nach oben. Aber erstmal sollte ich wieder das Licht auf diesen Teil, auf das Teil richten, damit der Leuchtdingenskirchen da oben wieder funktioniert. Jetzt können wir nach oben uns... Trick 17 wird nicht funktionieren. Nämlich Trick 18. Los, komm her, Leuchtding. Oh Mann, wie langsam das Teil sich bewegt. Ich hoffe mal, das kommt bis hier. Ich glaube schon. So, jetzt rüber. Kiste. Und jetzt muss ich mit der Kiste rüber zu dem nächsten Druckschalter.
Wonderful. So, dann hauen wir die Kiste mal da drauf. Jetzt können wir noch eine Etage höher. Hoffe ich mal, ja. Und wie geht's dann wohl weiter? Es kann ja nur schwerer werden. Oder auch nicht. Schalter. Am besten nehmen wir mal das Bild hier mit. Gucken wir mal die Sammelobjekte an. Oh, das war das letzte? Okay. Wenn es so ist, dann ist es halt so. Reagieren wir mal gucken, was passiert. Was eine Technik. Technik, die begeistert. Vom großartigen Vincenzo. So, Etage höher. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ein neuer Raum. Schalter auf der Bühne, das immer noch das Licht ein. Okay, hier ist doch noch ein Sammelobjekt. Okay, die werden durcheinander, sind die ein bisschen. Ich komme nicht zurück. Okay. Was haben wir hier? Noch ein Sammelobjekt. Familienbaum. Stammbaum. Hier ist nur noch ein Schalter. Trick 17 funktioniert nicht. Gucken, was passiert. Naja. Nochmal. Warum kann der nicht durch Schatten springen? Ist die behindert oder so? Ach, ey. Immer schafft sie es und jetzt schafft sie es aber immer nicht. Ja, du bist doch echt behindert, Lady. Oh, das Spiel, ey. Das macht mich echt bekloppt. Da sind wir oben. Oh, noch ein Fläschchen Wein. Ach nee, doch nicht. Doch nicht. Und jetzt müssten wir immer noch nicht oben sein, wahrscheinlich. Ach du heilige Scheiße, was geht denn hier ab? Kiste. 1000 Millionen Sammelobjekte. Was passiert hier? Und was passiert hier? Okay, das passiert also. Aber wir müssen doch auch nach unten, oder täusche ich mich da? Müssen wir mal gucken, ob wir da oben hin können. Oder ob wir erst irgendwie nach draußen müssen. Aua. Aua. Und nochmal aua. Nicht zerdrücken, Zahnrad. So, jetzt sind wir hier und ich sehe gerade... Boah, ist die Musik auf einmal laut. Haben wir hier irgendwas? Was zum... Durch das Loch! Seht ihr das? Durch das kleine Loch. Alles ist hier verbuggt und verdingstet, aber das Loch, das ist... Das, da kann man durchfallen. Ja, ist klar. Oh mein Gott. Spring! So. Die Kiste können wir wahrscheinlich noch nicht bedienen. Ach, da brauchen wir ja die Kiste für. Da will ich nicht runterspringen. Was ist denn hier? Boah, ist das... Das ist verwirrend hier. Aber richtig verwirrend. Da geht's nur noch nach oben. Puh. Wo lang müssen wir jetzt? Wo lang? Was passiert, wenn wir hier den Schalter betätigen? Dann geht diese Sonnenkugel auf. Das geht runter. Okay, aber dafür müsst ihr erstmal den Strom kriegen. Von wo kriegt sie denn den Strom?
Was passiert denn jetzt? Och nee. Jetzt sag mal bitte einer, wie soll ich die Kiste... Toll, jetzt ist die Tür hier offen. Und jetzt können wir den hier anschalten. Dass dieses Ding Strom kriegt. Da ein. Okay. Aber ich frage mich gerade, wie wir die Kiste nach oben kriegen. Da muss es doch irgendeinen Weg geben. Einen Weg. Erstmal da oben hin. Ach nee, das geht, das war zu weit. Das war zu weit. Oh, schon wieder alles neu. Ach nee, doch nicht. Ach, ich bin jetzt hier oben. Okay, gut. Dann würde ich sagen, setze ich an der Stelle mal einen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.